In den folgenden Movies möchte ich ein Schachbrett mit Figuren konstruieren, hier mit Metalleffekt und Spiegelung. So sollte das am Schluss aussehen. Jetzt zum Start gehe ich ganz zurück. Ich habe mir hier was vorbereitet, und zwar sind es 2 Quadrate, aus denen werde ich ein Schachbrett konstruieren, auf möglichst effiziente Weise. Hier die Figuren oben, die brauche ich später. Zuerst zum Schachbrett. Das Objekt hier ist 20x20 mm, und ich werde jetzt aus diesen beiden ein Schachbrett konstruieren. Das heißt, ich wähle Diane und sage unter Objekt transformieren, verschieben, werde ich die vertikal um 20 mm verschieben. Das heißt nicht verschieben, ich werde sie kopieren, weil beim Verschieben würden die Originale ja verloren gehen. Das heißt, ich kopiere die. Jetzt habe ich 4 Stück. Im Schachbrett wechseln ja die Farben bekanntlich ab. Das heißt hier, diese Fläche wird braun und diese Fläche wird hellgelb oder hellbraun. Jetzt brauche ich diesen Vorgang einige Male wiederholen. Und zwar, ich könnte sowohl das Ganze in die Vertikale oder in die Horizontale machen. Ich entscheide mich in diesem Fall für die Horizontale. Die 4 Objekte werde ich wieder unter Objekt transformieren. Verschieben werde ich diesmal um horizontal 40 mm verschieben. Vertikal 0. Und schaue wieder mit Vorschau, was passiert. Genau das will ich, sage kopieren. Und jetzt der Einfachheit halber kann ich hier sagen, Objekt transformieren, erneut transformieren oder Command D. Dasselbe nochmal. Nun habe ich schon die horizontale Ausdehnung des Schachbrettes. Nun noch in die Vertikale. Ich wähle alles an. Objekt transformieren, verschieben, diesmal 0 horizontal und vertikal 40 mm. Wiederum nicht OK, sondern kopieren. Das Ganze wiederhole ich einmal, zweimal. Nun ist das Schachbrett bereit für die weitere Verarbeitung.